Die Preisträger zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres 2020 stehen fest. Unser Kommentar und wer die Gewinner sind, seht ihr jetzt. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Video. Unser Kommentar oder mein Kommentar zur Bekanntgabe der Gewinner zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres 2020. Ja, war jetzt doch ein bisschen spannender als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöne Beiträge, schön auch nochmal die Spiele aufs Wesentliche kurz zusammengefasst in den Beiträgen der Jury des Spiel des Jahres. Ja, Kennerspiel des Jahres. Nominiert waren ja die Crew, der Kartograf und The King's Dilemma. Und am Ende für mich vollkommen zu Recht gewonnen. Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten. Ein kooperatives Stichspiel, was per se einfach gar nichts falsch macht, was einen sehr hohen Aufforderungsfaktor hat und aber eben doch einen gewissen Kniff mit reinbringt und eben nicht ein Stichspiel ist im eigentlichen Sinne. Für mich war es nicht das erste kooperative Stichspiel. Ich habe ja bereits Trick and Trouble schon mehrfach gespielt, aber hier natürlich das weniger Spezielle, weil man eben von 2 bis 5 Spielern spielen kann oder eigentlich von 3 bis 5. Und eben nicht eine speziell festgelegte Spieleranzahl von 3 Spielern hat wie bei Trick and Trouble. Ich habe persönlich auch sehr positive Erfahrungen machen können mit die Crew. War da auch so ein bisschen, muss ehrlich sagen, überrascht, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Es war vorher klar in aller Munde. Aber ja, Stichspiele, da schaut man sich das an. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Für mich definitiv vollkommen zu Recht gewonnen. Und finde es schön und werde es bestimmt auch noch das ein oder andere Mal auf dem Tisch haben. Was man nicht vergessen sollte, ist natürlich tatsächlich der Komplexitätsgrad, denn der steigt, je mehr Spieler am Tisch sitzen, desto schwieriger wird's. Und zu 5 ist das doch schon ziemlich knackig. Unser Review zu Die Crew werde ich euch hier oben direkt mal einblenden und unten in die Videoinfo schreiben. Definitiv Empfehlung von uns, die Crew, vollkommen, ja, gerechtfertigt der Preis Kennerspiel des Jahres 2020. Mein Glückwunsch an Thomas Singh und an die Crew von Kosmos. So, und dann wurde es heiß, der Spiel des Jahrespreis. Was ist das empfehlenswerteste Spiel des Jahres 2020? Und irgendwie habe ich ja so ein bisschen damit gerechnet und hätte alles drauf verwettet, auch infolge von diverser Online-Spieleabenden und Skype-Spielekonferenzen, dass MyCity den Preis abräumen. Viele haben gesagt, oh nee, Doppelsieg Kosmos, das wird es doch nicht geben. Ich habe immer gesagt, MyCity und Kartograf wird es nicht geben, das wäre 2-mal Tetris im gleichen Jahr. Dann hatten meine Mitspieler zum Beispiel auch Nova Luna von Uwe Rosenberg unter, ja, ich sag jetzt mal, Zuhilfenahme eines bestehenden Spielprinzips von Corné van Morsel auf dem Schirm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tolles Spiel, aber ist mir die Downtime tatsächlich ein bisschen zu groß. Und dann kam doch die Überraschung um die Ecke und es wurde zum Spiel des Jahres 2020 Pictures von Daniela und Christian Stöhr im Hause PD gekürt. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen noch unsere doch kuriose Story, wie wir Suchtis zu dem Spiel gekommen sind, kundtun. Denn auf der Neuheitenschau der Spiel 2019, da wurden wir angesprochen, ah ja, hier Partyspiel und mit verschiedenen Bildern nachbauen, mit verschiedenen Materialien und das ist doch was. Mir ist ein bisschen skeptisch angeguckt, ja, okay, ja, wir schauen vorbei. Bei PD am Stand vorbeigeschaut, ah ja, euer Pictures, wir würden da gerne eine kleine Sequenz drehen und Gwen noch mit vor der Kamera gewesen und Georg und haben dann so eine kleine Demo-Runde gespielt und es hat super viel Spaß gemacht und es war im Prinzip schon die Spannung und das, wie soll ich sagen, die Emotion am Spieltisch war greifbar hinter der Kamera. Ich stand hinter der Kamera und es war für mich genauso interessant wie in dem Moment für alle, die am Tisch saßen und das war dann schon irgendwie ein sehr cooler Moment und dann natürlich auch die Tatsache in der Familie gespielt und es hat einfach gezündet und warum ich Pictures jetzt eher nicht erwartet habe, nach einem kooperativen Wortpartyspiel mit Just One letztes Jahr, jetzt dieses Jahr quasi wieder so ein doch sehr seichtes, gruppendienliches
Partyspiel. Ich tue mir ein bisschen schwer. Ich möchte Pictures eigentlich nicht als Partyspiel, sondern eher als Spaßspiel abstempeln, weil für mich Partyspiele immer so direkt an hier Trinkgelage erinnert. Auf jeden Fall Pictures, doch so ein bisschen die Überraschung des Tages für mich persönlich. Es war auch das Spiel per se überraschend. Es kam so aus dem Nichts, war da, hat quasi nichts falsch gemacht für das, was es sein möchte. Darf man jetzt natürlich wieder nicht falsch verstehen. Das klingt jetzt schon wieder so weichgespült nach dem Motto, das Spiel ist nichts. Nee, es kam bei uns super an. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Man kann es in der Familie hoch und runter spielen. Ich habe da schon diverse eigene Erweiterungsmodule online gesehen. Da wurden irgendwelche Zeichentablets mit rein verfrachtet oder anderes Material noch mitgenommen und da sind manche sehr, sehr kreativ geworden und genau das macht ja irgendwo auch das Spiel aus, dass es so ein bisschen die Kreativität weckt und man hatte einfach schöne Erlebnisse und hat dann auch am Spieltisch so dieses, oh nee, das soll es jetzt echt sein. Keiner kam drauf und derjenige, der es gebaut hat, sagt, das ist doch offensichtlich so. Ja, wenn man das mit der Brille sieht, ist plötzlich alles klar. Und genau diese Momente macht Pictures aus und das macht auch dementsprechend Spaß. Natürlich muss man ganz klar sagen, wenn ich jetzt an unsere Spielerunde denke und an uns regelmäßig Spieler und Vielspieler, dann wäre natürlich ein Spiel à la Nova Luna dem einen oder anderen natürlich da definitiv lieber gewesen. Schaut man aber, wer da tatsächlich die Zielgruppe des Spiel des Jahrespreises ist, das ist natürlich die Familie, die von der Oma zu Weihnachten irgendwie das Spiel geschenkt bekommt, wo der rote Pöppel aufgedruckt ist und wenn ich das dann berücksichtige, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann passt Pictures wieder, weil wenn ich das in der Familie spiele, dann zündet Pictures vermutlich noch besser als Nova Luna, weil hier habe ich eine Downtime. Hier spiele ich natürlich super parallel und das ist natürlich auch wieder sehr familiendienlich. Ja, Gratulation an Daniela und Christian Stöhr, an den PD-Verlag für den Preisspiel des Jahres für Pictures. Und definitiv eine interessante Auswahl an sich dieses Jahr gewesen, auch der ganzen nominierten Spiele und empfohlenen Spiele. Da war definitiv einiges Interessantes dabei, ein sehr breites Spektrum. Obwohl viele gesagt haben, das Spielejahr wäre eigentlich gar nicht so interessant gewesen. So muss ich doch sagen, fand ich das Spielejahr eigentlich gar nicht so uninteressant. Denn es gab ein großes Spektrum interessanter Spiele und da haben wir jetzt mit Die Crew und Pictures 2 würdige Vertreter aus zwei total unterschiedlichen Ecken, sage ich jetzt mal. Und das geht schon so in Ordnung. Ich fand auch die Nominierten echt gut dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eine gelungene Auswahl und auch da sehr unterschiedlich, obwohl keine Würfel drin waren. Ja, das ist sowas, was ich noch ein bisschen vermisse. Würfel. Aber wenigstens sind in Pictures farbige Würfelklötzchen mit drin. Also das entschädigt ein bisschen das Fehlen von Würfeln in den diesjährigen Nominierten. Ja, das soweit mein Kommentar zur Bekanntgabe Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres 2020. Und für alle, die jetzt natürlich munter mitspekulieren wollen, welches Spiel könnte den deutschen Spielepreis abräumen, schreibt's mal in die Kommentare. Oder was ist für euch das herausragendste Spiel des Jahrgangs? Scheut euch nicht, jetzt unabhängig von irgendeiner Kategorie, egal ob Kinderspiel, Kennerspiel, Expertenspiel, was auch immer, euer persönliches Highlight des Jahres 2020, vielleicht auch unter Zuhilfenahme der Tatsache, dass man durch Corona doch nicht so viel spielen konnte. Natürlich hier auch Pictures wieder gut geeignet, weil man es eben in der Familie auch zu fünft gut spielen kann und das entsprechend passt. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Spielen. Bleibt gesund und tschüss.